Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Könnt ihr sehen? Let's go Evoli im Hintergrund. Und im Titel wahrscheinlich auch irgendwas mit Let's go. Irgendwas mit bestimmt mein Fehler oder sowas. Und zwar habe ich mir überlegt, mir Gedanken gemacht. Heute mal ein bisschen Real Talk. Darauf stehen ja die Leute Real Talk hier. Was denkt man sich so, wenn man YouTube-Channel führt und sowas? Ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich habe mir Gedanken zu Let's go Evoli gemacht. Und bin erstmal zu dem Entschluss gekommen. Heißt natürlich nicht, dass ich das jetzt für immer ausschließen werde, aber bin zu dem Entschluss gekommen, erstmal keine Videos mehr dazu zu machen. Die Videos, die ich noch parat habe, werde ich nicht hochladen. Und die Videos, die schon oben sind, habe ich auf nicht gelistet gestellt erstmal. Die sind nicht weg. Erstmal nur auf nicht gelistet gestellt. Also hauptsächlich, weil... Erstmal, wieso auf nicht gelistet? Weil, naja, ich würde nicht sagen Perfektionist, aber weiß nicht, ich beende gerne die Sachen, die ich angefangen habe. Und wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe, die Videos nicht weiterzuführen, sehe aber die alten Videos ständig und sehe, okay, ich bin erst beim vierten Orden oder so, dann wird es mich irgendwie so unruhig machen. So, wisst ihr, was ich meine? Wo ich mir immer denke, wodurch ich immer im Herzen habe, okay, das will ich noch beenden. Auch wenn es nicht gut ankommt, auch wenn die Klicks nicht da sind, auch wenn es viel Zeit und Aufwand kostet. Für mich selber will ich das abschließen. Dementsprechend muss einfach alles weg, damit ich das nicht im Kopf habe. Ja, aber ich habe es gerade angesprochen. Es war zu aufwendig, es war zu anstrengend. Die Klicks waren nicht da. Die Wiederkämpfen habe ich schon, glaube ich. Wie nennt man das? Preis-Leistungs-Verhältnis, also die Zeit, die ich dafür investiert habe und was ich dafür rausbekomme an Klicks, das hat sich natürlich nicht gelohnt. Also die bekämpfen. Wir werden weiterhin natürlich ab und zu im Stream im Hintergrund das Laufen haben, ich werde es immer noch zocken. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Fehler gemacht bezüglich dem Spiel. Der Hype war da, ich habe es überhaupt nicht richtig ausgenutzt, muss ich jetzt ehrlich reflektieren. Natürlich gibt es viele Gründe. Ja, und die gehen wir jetzt mal so durch mit euch. Mache ich mir so Gedanken. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Warte mal. So. Sehr Kilian. Kilian, Shoutout geht raus an. Spiele kennt. Komme ich da drauf. Tanzverbot meine ich. So, wo bist du? Also. Der Hype war da. Meine Fehler waren auf jeden Fall, dass ich den Hype nicht genutzt habe. Oh, ich gehe gerade, glaube ich, den Weg zurück, oder? Ist natürlich schwer. Kein Ausreden hier, aber ist natürlich schwer. Ich arbeite und habe die Pokémon Go Videos. Das alleine ist schon schwer genug. Da dann noch das hier zu machen. Alter, Digga, ich habe mich so was von verlaufen. Das ist natürlich sehr schwer. Ich wollte auch nicht jetzt die Pokémon Go Videos vernachlässigen und mich zum Beispiel nur darauf fokussieren, jetzt auf Let's Go. Das wäre natürlich meiner Meinung nach auch... Boah, Alter, wohin gehe ich, Mann? Das wäre meiner Meinung nach natürlich auch nicht das Wahre gewesen. Zum Beispiel, keine Ahnung, die anderen Pokémon Go YouTuber jetzt. Wie, keine Ahnung, sagen wir mal Reversal zum Beispiel als Beispiel. Den habe ich mir jetzt genau angeschaut. Bei ihm läuft es auch überhaupt nicht. Aber was er macht oder gemacht hat, ist in der letzten Woche oder so beinahe kein einziges Pokémon Go Video. Wobei bei ihm ist eh allgemein in letzter Zeit ein bisschen ruhiger, aber er macht halt nur Let's Go. Auch, keine Ahnung, ich kann nicht schlecht über ihn reden oder über seine Klicks, weil es sind immer noch mehr Klicks als ich habe. Aber auch eigentlich ziemlich schlecht seine Ausbeute. Wohingegen bei ein paar anderen Leuten es richtig krass abgeht. Also Interesse ist auf jeden Fall da. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Zero geht ab. Zero of Time, The Zero of Time, The Zero of the Time. Irgendwie sowas, ihr wisst, wen ich meine. Der übrigens... Ach egal, das ist ein anderes Thema. Ich habe ihn herausgefordert, der hat mir einen Korb gegeben. Er hat abgelehnt, aber darüber reden wir, glaube ich, die Woche noch. Ja, auf jeden Fall... Er macht zum Beispiel keine Pokémon Go Videos mehr momentan. Ich rede jetzt. Oh mein Gott, ich bin wieder am Anfang. Okay, dann gehen wir zum Pokémon Center.
Ich rede jetzt gerade über Reversal und steckt halt seine ganze Zeit in Let's Go. Hätte ich auch machen können oder sollen, wenn ich hätte erfolgreich werden sollen. Wollen. Wenn ich hätte wollen, würden wollen, dass es erfolgreich wird. Aber ja, habe ich nicht. Weil am ersten Tag lief es sogar noch ganz gut. Fast 200 Leute im Stream. Auf Twitch, ja. Das ist ja das eine. Das ist ja auch eins der Probleme, die ich noch ansprechen werde. Auf Twitch, ja. Was eigentlich schon ziemlich krass ist für Twitch, weil ich habe ja da keine Basis. Und ja, ich hätte auf jeden Fall einfach durchzocken sollen. Ich habe gezockt, es lief eigentlich ganz gut. Das erste Video lief auch ganz okay. Über 5000 Aufrufe. Hätte ich da mehr rausgehauen und konstanter, dann wäre das auf jeden Fall auch irgendwie algorithmustechnisch da relevanter geworden. Aber ich habe halt... Ja, ich hätte einfach die Nacht durchzocken sollen. Ich hätte einfach so 48 Stunden komplett durchzocken sollen, damit ich einfach durch habe das Spiel. Weil am Anfang kommt es einfach auf Geschwindigkeit an. Ihr müsst alles in Massen raushauen und einfach so schnell wie möglich. Und ich bin da auf jeden Fall falsch rangegangen. Ich habe für mich selber... Wartet mal, ein Pokéball. Digga, wie komme ich da denn ran? Ohoho, versteckt. So. Kapsel, okay. Ich habe für mich selber zum Beispiel gespielt und habe zum Beispiel nicht auf die Lösung oder so geschaut, weil ich das selber alles herausfinden wollte. Das war vollkommen falsch von mir. Ich bin die Sache wie ein Spieler gegangen, hätte aber das wie ein Content Creator machen sollen. Sprich, ich hätte schon davor mir die ganze Lösung von der gelben Edition anschauen sollen, weil im Grunde genommen ist es ja eigentlich die gelbe. Hätte mir da einfach alle Lösungen anschauen sollen und im Vorfeld mich sozusagen das Spiel studieren sollen und dann zum Beispiel jetzt und dann direkt ein Video, hey, wie macht man, warte, was, ups, sorry, ich bin auf Evoli gegangen, zum Beispiel direkt im Vorfeld schlau gemacht, was der richtige Weg ist, anstatt selber herauszufinden, weil selber herauszufinden macht zwar mehr Spaß für spielerisch für mich selber, aber als Content Creator hätte ich zum Beispiel direkt die Infos raushauen sollen, okay, welcher Weg ist der richtige zu Sabrina oder sowas. Ja, habe ich nicht gemacht. Habe für mich selber gespielt. Das war zum Beispiel ein Fehler. Und wie gesagt, hätte direkt einfach durchzocken sollen. Ich habe eine Woche oder so gebraucht. Sogar länger. Bis ich Meltan mir geholt habe in Fuxania City. Hätte ich direkt am ersten Abend und dann direkt ein Video raushauen sollen. Weil ihr wisst, wie schneller, wie früher und wie... Ja, wie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie schneller und früher, desto mehr Klicks. Und desto... mehr füttert man den Algorithmus, desto relevanter ist man. Das Wort habe ich gesucht, die Relevanz. Und sorry Leute, dass ich den Weg nicht finde. Die Leute, die den Weg kennen, frustriert das bestimmt. Gegen dich habe ich aber noch nicht gekämpft, oder? Doch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall ein Fehler. Hätte ich mich direkt am Anfang richtig, richtig hart reinsteigern sollen. So richtig, richtig hart. Mein Gott, bei der waren wir auch schon. Zweiter Fehler war auf jeden Fall Twitch. Ich dachte mir, ja, okay, wir zocken jetzt mal ein echtes Spiel. Und nicht so Pokémon Go. Ich kann es mal auf Twitch versuchen, Problem. Ich habe es ja halt nicht wirklich durchdacht. Ich dachte, okay, Twitch, starten wir das endlich mal. Aber an sich hat Twitch nicht so wirklich die Vorteile. Und ja, wie gesagt, das hat auch alles verzögert. Twitch könnte man aufbauen, aber nicht am Anfang eines Hypes. Am Anfang des Hypes will man den Hype nutzen und nicht irgendwas neu starten. Dementsprechend war das auch Kraft, Energie und Reservenverschwendung und Zeitverschwendung. Ich hätte danach, wenn das Spiel erstmal läuft und wir da die Klicks und wir da in dem Spiel relevant sind, auf Twitch übersteigen können oder noch zusätzlich mit Einbegriffen einbegreifen. Mit reinnehmen können, sagen wir es mal so. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein Fehler von mir. Auf jeden Fall dadurch, dass wir auf Twitch gestreamt haben, waren die Wiederholungen natürlich auch nicht direkt auf YouTube. Und da habe ich auch noch einen großen Fehler begangen. Und zwar war ich zu arrogant. Ich war zu arrogant, ich hatte zu großen... Ich hätte meinen Stolz... Warte mal, hier links. Das kommt mir unbekannt vor. Ich hätte meinen Stolz als... Oh? Ach, Digga, da waren wir doch schon.
als Cutter wegstecken müssen. Warte mal hier. Haben wir hier oben schon? Auf jeden Fall wegstecken müssen und das einfach hochladen sollen. Warte mal hier. Ungeschnitten, weil ungeschnitten, also geschnitten, das hat einfach zu viel Zeit gekostet. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut. So einfach ist es. Alter. Ja, so. Wo war ich? Beim Stolz, genau. Ach, hier sind sogar zwei. Andere Weg wäre. Zeig mal den anderen Weg. Oh mein Gott. Der andere Weg führt einfach nur zurück. Oh mein Gott, wir müssen nochmal dahin. Sorry, Leute. Ich dachte, es gibt zwei Wege dahin. Jetzt muss ich nochmal den Weg finden. Auf jeden Fall hat das alles sehr viel Zeit gekostet. Und ja. Wie gesagt, falscher Stolz. Ich dachte, dadurch sind die Videos besser. Sind sie ja auch. Wer hat sich schon Bock, 4 Stunden Stream, Restream anzuschauen, also den Stream nochmal. Das einzig Geile an einem Stream ist ja, dass man dann live mit dabei ist. Die Wiederholung eines Streams ist natürlich nicht so geil. Deswegen dachte ich mir, ist das eigentlich ganz geil, aber das kostet natürlich extrem, extrem viel Zeit. Sogar so viel Zeit hätte ich niemals gedacht. Aber an sich musst du ja den ganzen Stream nochmal anschauen, um die besten Teile rauszusuchen und dann das nochmal zu verarbeiten und dann nochmal hochzuladen. Also das war echt übertrieben. Ja, und dann dachte ich mir, hey, so kann das nicht weitergehen. Wir sind viel zu langsam, viel zu ineffektiv, viel zu irrelevant bezüglich Pokémon Let's Go. Es geht halt überhaupt nicht. Und auch jetzt umsteigen und nur die Streams machen und dann direkt hochladen oder direkt oben lassen ohne Schnitt. Hätte ich auch machen können, aber wie gesagt, ich weiß nicht, mein Herz war irgendwie auch nicht so wirklich drin in diesem Spiel. Es ist cool, aber ich dachte mir einfach, hey, in der Zeit, in der ich diese irrelevanten Let's Go Videos mache, könnte ich einfach noch ein Pokémon Go Video raushauen. Oder ja, irgendwas machen, was mir persönlich privat einfach Spaß macht oder hobbymäßig, zeittechnisch. Weißt du, ein Manga lesen, ein Video schauen, irgendeine Serie schauen, einen Film oder sowas. Einfach banale Dinge halt. Muss ich nicht mich unnötig hier reinsteigern in Let's Go. Vor allem, wenn der Zug schon abgefahren ist. Ich meine, wir hatten unsere Chance. Das ist so wie der Goldrausch. Kennt ihr den Goldrausch? Jeder hat sein Werkzeug geholt und versucht da Gold zu farmen. Bei ein paar hat's geklappt, ein paar nicht. Und Alter. Ich habe echt wieder keine Ahnung, wo wir sind. Ja, und bei uns hat's leider nicht geklappt. Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, die wir uns aber auch alle selbst zu schulden zu haben. Klar kann man auch Glück haben und da dann YouTube-technisch mit dem Algorithmus direkt Glück haben und relevant sein, aber mit guter Vorbereitung hätte man das alles auch schaffen können. Was ich aber nicht gemacht habe. So, wir landen hier weiter oben, das ist schon mal gut. Okay, jetzt kenne ich, glaube ich, den Weg. Ja. Yeah. Ich dachte, ich kenne den Weg. Muss auf jeden Fall irgendwie weiter nach rechts. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Yeah. Okay, jetzt haben wir es wieder. Okay, den Kampf mache ich noch. Versuch da noch ein bisschen zu quatschen, was mir so einfällt. Wo war ich? Ah ja, Pokémon technisch. Ich meine, das Spiel ist gut. Ich finde es auch cool, aber keine Ahnung, ich bin kein großer Pokémon-Fan. Ich mag Pokémon Go, ich mag Pokémon. Oh, Pokémon ist okay. Ich bin jetzt nicht der Über-Mega-Fan. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ja gesagt, bei Reversal laufen die Klicks auch nicht. Aber er macht halt weiter, weil er ein Pokémon-Fan ist. Er liebt dieses Spiel. Und er wird es halt privat auch zocken. Ich würde es privat. Jetzt, wo ich es habe, werde ich es natürlich zocken. Aber privat hätte ich es mir ohne YouTube niemals geholt, das Spiel. Hätte mich so überhaupt nicht gejuckt. So. Auch dieses ganze Shiny-Hunten und sowas. Digga, juckt mich so gar nicht. Ist auch ein Grund, wieso ich jetzt damit aufhöre, wenn die Klicks nicht laufen und mich das Spiel überhaupt nicht juckt. Digga, wozu? Weißt, wir haben den Zug verpasst.
Nächster Zug, wir springen drauf auf. Beste Vorbereitung. Aber für dieses Mal. Ja, mein Pinsir kann keine Käferattacke. Was natürlich schlecht ist. Aber für dieses Mal, für dieses Spiel, war's das. Wie gesagt, ich hätte aber auch ein bisschen erwartet, dass die Resonanz besser ist, dass das Interesse meiner Go-Community größer ist an Let's Go. Ist natürlich nicht dasselbe und hätte auch nicht erwartet, dass das jedem taugt, aber dass die Resonanz da ein bisschen höher ist, dachte ich schon. So. Ja. Pinsir macht das schon. Shiny Pinsir. Oh oh. Okay, letzter Kampf für Pinsir. Danach schläft er ein. Ja. Das waren so meine Gedanken zu dem Spiel. Wieso die Videos nicht mehr da sind, wieso keine Videos mehr kommen werden. Wie gesagt, ich hätte da einfach ersten Tag 48 Stunden durchzocken sollen. Hätte davor mir das ganze Pikachu, also die gelbe Version, die ganzen Lösungen mir aneignen sollen, durchstudieren sollen und dann direkt ein Video. Oh, Feuer, Rosana, Feuer gegen Rosana. Dann direkt hier Videos, bam, erster Tag direkt. 20 Videos, wie kriegt man alle Starter, wie fängt man am besten Shinies, bla bla bla. Hier, wie gesagt, wie kommt man am besten zu Sabrina. Und bei Ding gab es ja auch in der Sylphscope, nicht Fabrik, Firma, gab es auch dieses Teleportal. Da hatten auch mehrere Probleme mit dem Teleportieren. Einfach direkt die Videos raushauen. Ah ja, wir sind in Verzug geraten und dann haben wir unser Timing verpasst. Was nicht unbedingt schade ist, wie gesagt. Ich mag das Spiel, ist cool, sieht echt gut aus. Wer Pokémon mag, wer nochmal an die alten Zeiten sich hier zurückerinnern will, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall holen. Und wer sich's leisten kann. Aber ich bin jetzt kein mega Pokémon-Fan und ich habe auch nicht Bock, jedes Pokémon jetzt hier auf Shiny zu hunten. Jedes alle 150. Beziehungsweise weniger, weil man kriegt ja die Entwicklung. Aber ihr wisst, was ich meine. Simsala, oh mein Gott. Der Endgegner. Es gab Potenzial, wir hätten viele coole Sachen machen können. Es gibt ja auch noch die ganzen Meistertrainer. Also das Spiel hat schon eine Menge Gameplay, also es wird jetzt nicht in den nächsten paar Wochen aussterben, weil jeder schon alles geschafft hat. Ich denke, da wird es noch eine Weile andauern. Da werden immer noch für eine Weile da Streams dazu kommen und Videos von den ganzen Leuten, die den Hype noch abstauben konnten, die es richtig gemacht haben. Deren Community an diesem Spiel interessiert ist. Bei uns war es halt leider nicht der Fall. Aber wie gesagt, kein Problem. Ich habe es probiert, ich habe Fehler gemacht und ich habe Sabrina besiegt. Ja. In Anerkennung deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden. Was hat sie mit dem Sumpf zu tun, Leute? Ah, okay. Gedankengut. Danke dir, Sabrina. Seht ihr die Grafik? Also das Spiel ist eigentlich echt cool gemacht. So. Auf jeden Fall. Oh ja. Okay. Komm. Evoli schauen wir uns noch an und dann war's das, Leute. Das waren so meine Gedanken. Evoli merkt man die Aufregung förmlich an. So, das hast du dir verdient. Komm. Das war's von mir, Leute. Meine Gedanken zu Let's Go Evoli. Wieso keine Videos mehr kommen. Wieso die Videos, die da sind, nicht mehr da sind. Das war so ein Einblick hinter die Kulissen in die Gedanken eines YouTubers. Was er sich denkt bezüglich den ganzen Sachen. Zwecks Klicks, Videos, Zeit, Aufwand, all dies, das. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Wenn nicht, dann egal. Checkt die Abis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Irgendwas habe ich vergessen. Checkt die anderen Videos ab. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Ja, genau. Wie gesagt, checkt den Shop ab.
Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Egal ob Go oder Let's Go.